Kapitel 2 der Vorlesung Information Retrieval. Architektur einer Suchmaschine. Indizierung. Im letzten Schritt des Indizierungsprozesses wird die Indexdatenstruktur erzeugt. Indexing wird auch als Oberbegriff für die Erstellung des Index verwendet. Die am häufigsten verwendete Datenstruktur für Indexe ist der invertierte Index. Es gibt aber noch andere Datenstrukturen, die für den schnellen Zugriff auf Texte oder andere Medien verwendet werden. Darunter auch das Suffix Array und die Signaturdatei. Die Schlüsselkomponenten für das Indexing sind die Berechnung von Dokumentstatistiken, die Termgewichtung, die Indexkonstruktion und die Verteilung des Indexes. Neben dem Index werden noch weitere für den Suchprozess wichtige Daten über die akquirierten Dokumente erhoben. Auch diese Dokumentstatistiken dienen der Beschleunigung der Anfrageverarbeitung. Und die Auswahl der benötigten Statistiken hängt vom eingesetzten Retrieval-Modell ab. Oft benötigte Dokumentstatistiken sind die Häufigkeit jedes Terms pro Dokument, Thema und Genre, die Anzahl der Dokumente, in denen ein Term auftritt, die sogenannte Dokumenthäufigkeit, die Position der Terme in den Dokumenten und die Länge des Dokuments. Als Datenstruktur genügt ein externer Key-Value-Store. Der Schritt der Termgewichtung errechnet für jeden Indexterm, der aus den Dokumenten abgeleitet wurde, ein Gewicht, das angibt, wie wichtig der Term für den Inhalt des Dokuments ist, beziehungsweise wie gut der Term das Thema des Dokuments umschreibt. Es gibt zahlreiche Termgewichtsmaße. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil von Retrieval-Modellen, mit denen die Relevanz eines Dokuments für eine Anfrage quantifiziert wird. Die bekanntesten Termgewichtsmaße sind das TF-IDF-Maß und das BM25-Maß. Das TF-IDF-Maß ist die Multiplikation zweier weiterer, grundlegender Maße, nämlich TF und IDF. TF ist die Abkürzung von Term Frequency, bzw. zu Deutsch Termhäufigkeit. Das Maß misst die Wichtigkeit eines Terms in Bezug auf sein Dokument anhand seiner Häufigkeit, wobei der ermittelte Wert logarithmiert wird. Die Logarithmierung dämpft die rechnerische Wichtigkeit besonders häufiger Terme, da die Wichtigkeit eines Terms für ein Dokument nicht linear mit der Häufigkeit seines Vorkommens im Dokument steigt. Das IDF-Maß ist das Gegenstück zur Termhäufigkeit. Hier wird die Wichtigkeit eines Wortes für ein Dokument anhand der Häufigkeit seines Vorkommens in den Dokumenten der gesamten Kollektion bemessen. Je mehr Dokumente der Kollektion ein Wort enthalten, desto weniger wichtig ist es, um Dokumente voneinander zu unterscheiden. Das Maß berechnet sich als Logarithmus des Inversen der Dokumenthäufigkeit. Das BM25-Maß errechnet sich ähnlich wie das TF-IDF-Maß. Es hat ebenso einen Faktor, der die Termhäufigkeit verrechnet, sowie einen, der der inversen Dokumenthäufigkeit entspricht. Das Maß wurde jedoch auf Basis probabilistischer Überlegungen hergeleitet. Sowohl das TF-IDF-Maß als auch das BM25-Maß sind sehr weit verbreitet. Das BM25-Maß ermöglicht im Allgemeinen jedoch eine größere Effektivität als TF-IDF. Termgewichte wie diese hier werden üblicherweise vorberechnet und im Index mit abgelegt, um zur Retrieval-Zeit schnell darauf zugreifen und einen Gesamtscore für die Relevanz eines Dokuments für eine Anfrage ermitteln zu können. Die Konstruktion der Datenstruktur des Inverted Index geschieht entweder durch die Überführung aller akquirierten Dokumente auf einmal in die Datenstruktur, beim sogenannten Bulk Indexing, oder durch ein Update eines bestehenden Indexes, mit dem einzelne neue Dokumente dem Index hinzugefügt werden. Ein Index ist dabei wie folgt aufgebaut. Jeder Term ist Schlüssel einer Hash-Funktion, die eindeutig auf eine Liste von sogenannten Postings abbildet. Jedes Posting steht für ein Dokument, das den Term enthält und speichert neben der ID des Dokuments das berechnete Termgewicht des Terms für das Dokument. Bulk-Indexing kann offline im Hintergrund geschehen. Sobald der neue Index parallel zum alten verfügbar ist, ersetzt der neue den alten. Ein Index-Update geschieht hingegen live, während der Index verwendet wird. Für beide Ansätze gibt es entsprechende Algorithmen. Google hat in den ersten Jahren des Betriebs der gleichnamigen Suchmaschine seinen Index im Monatsrhythmus aktualisiert. Mit der steigenden Wichtigkeit des Webs
und zunehmendem Erfolg des Unternehmens ist diese Strategie schnell einem dynamischen Update des Indexes gewichen. Genauso wie der Document Store ist auch ein Index üblicherweise zu groß für eine einzelne Maschine. Gerade ein Index für das Web wird ebenfalls über tausende Rechner hinweg verteilt. Es werden drei Ansätze hierfür unterschieden: die Dokumentverteilung, die Termverteilung und die Replikation. Bei der Dokumentverteilung wird die Dokumentkollektion geteilt und jeder Teil auf einer anderen Maschine indiziert. Bei der Termverteilung werden die Postlisten unterschiedlicher Terme auf unterschiedliche Rechner verteilt, sodass verschiedene Rechner für verschiedene Terme verantwortlich sind. Zur Replikation wird der Index bzw. seine Teile jeweils mehrfach auf verschiedenen Rechnern abgelegt. Was sind Argumente, die für jede der drei Verteilungsansätze sprechen? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie für sich eine Antwort gefunden haben. Die Verteilung der Dokumente über Rechner ermöglicht paralleles Verarbeiten während des Indexings und während der Anfrageverarbeitung. Darüber hinaus sind die einzelnen Indexe kleiner, sodass Caching-Effekte ausgenutzt werden können. Die Verteilung von Termen über Rechner sorgt dafür, dass nicht alle Rechner parallel angefragt werden müssen, um eine Anfrage zu beantworten. Stattdessen werden nur diejenigen Rechner angesprochen, die auch tatsächlich Terme einer Anfrage enthalten. Für Replikation spricht die erhöhte Fehlertoleranz gegen den Ausfall von einzelnen Maschinen. Bei Hunderten bis Tausenden Maschinen, die einen Index vorhalten, sind Ausfälle an der Tagesordnung und Datenverlust kann durch mehrfache Replikation vorgebeugt werden. Einzelne Rechner können so ausfallen, wobei unterreplizierte Teile des Index direkt neu auf noch verfügbare Rechner repliziert werden. Des Weiteren ermöglicht die Replikation die spekulative Ausführung von Anfragen auf allen Rechnern, die ein Replikat eines Teils eines Indexes vorhalten, gleichzeitig, wobei das Resultat des ersten antwortenden Rechners weiterverwendet und alle übrigen verworfen werden.